Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Wir beten die Weihnachtsnovene, um besondere Gnaden zu erhalten. Gebenedeit und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in der der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria um Mitternacht in Bethlehem bei schneidender Kälte geboren wurde. In dieser Stunde, o mein Gott, erhöre mein Gebet und gebäre mir gnädig die Erfüllung meiner Wünsche aufgrund der Verdienste unseres Erlösers Jesus Christus und seiner heiligsten Mutter. Gebenedeit und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in der der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria um Mitternacht in Bethlehem bei schneidender Kälte geboren wurde. In dieser Stunde, o mein Gott, erhöre mein Gebet und gewähre mir gnädig die Erfüllung meiner Wünsche aufgrund der Verdienste unseres Erlösers Jesus Christus und seiner heiligsten Mutter. Gebenedeit und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in der der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria um Mitternacht in Bethlehem bei schneidender Kälte geboren wurde. In dieser Stunde, o mein Gott, erhöre mein Gebet und gewähre mir gnädig die Erfüllung meiner Wünsche aufgrund der Verdienste unseres Erlösers Jesus Christus und seiner heiligsten Mutter. Gebenedeit und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in der der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria um Mitternacht in Bethlehem bei schneidender Kälte geboren wurde. In dieser Stunde, o mein Gott, erhöre mein Gebet und gewähre mir gnädig die Erfüllung meiner Wünsche aufgrund der Verdienste unseres Erlösers Jesus Christus und seiner heiligsten Mutter. Gebenedeit und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in der der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria um Mitternacht in Bethlehem bei schneidender Kälte geboren wurde. In dieser Stunde, o mein Gott, erhöre mein Gebet und gewähre mir gnädig die Erfüllung meiner Wünsche aufgrund der Verdienste unseres Erlösers Jesus Christus und seiner heiligsten Mutter. Gebenedeit und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in der der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria um Mitternacht in Bethlehem bei schneidender Kälte geboren wurde. In dieser Stunde, o mein Gott, erhöre mein Gebet und gewähre mir gnädig die Erfüllung meiner Wünsche aufgrund der Verdienste unseres Erlösers Jesus Christus und seiner heiligsten Mutter. Gebenedeit und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in der der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria um Mitternacht in Bethlehem bei schneidender Kälte geboren wurde. In dieser Stunde, o mein Gott, erhöre mein Gebet und gewähre mir gnädig die Erfüllung meiner Wünsche aufgrund der Verdienste unseres Erlösers Jesus Christus und seiner heiligsten Mutter. Gebenedeit und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in der der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria um Mitternacht in Bethlehem bei schneidender Kälte geboren wurde. In dieser Stunde, o mein Gott, erhöre mein Gebet und gewähre mir gnädig die Erfüllung meiner Wünsche aufgrund der Verdienste unseres Erlösers, Jesus Christus, und seiner heiligsten Mutter. Gebenedeit und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick,
in der der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria um Mitternacht in Bethlehem bei schneidender Kälte geboren wurde. In dieser Stunde, o mein Gott, erhöre mein Gebet und gewähre mir gnädig die Erfüllung meiner Wünsche. Aufgrund der Verdienste unseres Erlösers Jesus Christus und seiner heiligsten Mutter. Gebenedeit und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in der der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria um Bethlehem, in Bethlehem, um Mitternacht in Bethlehem bei schneidender Kälte geboren wurde. In dieser Stunde, o mein Gott, erhöre mein Gebet und gewähre mir gnädig die Erfüllung meiner Wünsche aufgrund der Verdienste unseres Erlösers Jesus Christus und seiner heiligsten Mutter. Gebenedeit und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in der der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria um Mitternacht in Bethlehem bei schneidender Kälte geboren wurde. In dieser Stunde, o mein Gott, erhöre mein Gebet und gewähre mir gnädig die Erfüllung meiner Wünsche aufgrund der Verdienste unseres Erlösers Jesus Christus und seiner heiligsten Mutter. Gebenedeit und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in der der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria um Mitternacht in Bethlehem bei schneidender Kälte geboren wurde. In dieser Stunde, o mein Gott, erhöre mein Gebet und gewähre mir gnädig die Erfüllung meiner Wünsche aufgrund der Verdienste unseres Erlösers Jesus Christus und seiner heiligsten Mutter. Gebenedeit und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in der der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria um Mitternacht in Bethlehem bei schneidender Kälte geboren wurde. In dieser Stunde, o mein Gott, erhöre mein Gebet und gewähre mir gnädig die Erfüllung meiner Wünsche aufgrund der Verdienste unseres Erlösers Jesus Christus und seiner heiligsten Mutter. Gebenedeit und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in der der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria in Bethlehem um Mitternacht in Bethlehem bei schneidender Kälte geboren wurde. In dieser Stunde, o mein Gott, erhöre mein Gebet und gewähre mir gnädig die Erfüllung meiner Wünsche aufgrund der Verdienste unseres Erlösers Jesus Christus und seiner heiligsten Mutter. Gebenedeit und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in der der Sohn Gottes von der reinsten Jungfrau Maria um Mitternacht in Bethlehem bei schneidender Kälte geboren wurde. In dieser Stunde, o mein Gott, erhöre mein Gebet und gewähre mir die Gnade, die Erfüllung meiner Wünsche aufgrund der Verdienste unseres Erlösers, Jesus Christus und seiner heiligsten Mutter. Es wird fromm geglaubt, dass derjenige, der das obige Gebet 15 Mal am Tag vom Fest des heiligen Andreas, 30. November bis Weihnachten rezitiert, das erhalten wird, worum man ihn bittet. Imprimatur Michael Augustiner, Erzbischof von New York, New York, 6. Februar 1897. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.